In Stockholm ist der alternative Nobelpreis verliehen worden heute. So vor rund einer Stunde war es soweit. Die ganze Preisveranstaltung ist digital übertragen worden. Und einer von vier Preisträgern ist Wladimir Slivjak. Warum ich Ihnen das erzähle? Na, der Mann wohnt aktuell in Warendorf. Mehr zu ihm gleich, aber hier mal ein Blick auf die digitale Preisverleihung von vorhin. Die Laudatio für Wladimir Slivjak hielt die deutsche Fridays for Future-Sprecherin Luisa Neubauer. Wladimir Slivjak, sagte sie, habe mit EcoDefense eine der führenden Umweltorganisationen in Russland gegründet und sei einer der engagiertesten und klügsten Umweltaktivisten Russlands. Thank you, Luisa. Thank you. Ja, er wirkt auch ein bisschen gerührt. Und er lebt zurzeit in Warendorf. Von dort arbeitet er eng mit Umweltinitiativen, zum Beispiel aus dem Münsterland, zusammen. Und wir nehmen uns jetzt einfach mal die Zeit, genauer zu schauen, was macht er eigentlich? Und wofür hat er den Preis bekommen? Er setzt sich auf jeden Fall schon sehr lange dafür ein, dass die massiven Umweltschäden in Russland, verursacht durch Atomenergie und Kohlekraft, bekannt werden und im besten Fall auch aufhören. Durch seine Aktivitäten kennt er unsere Region hier, das Münsterland. Er lebt hier, aber sein eigentliches Zuhause ist Kaliningrad an der Ostsee. Ich habe möglicherweise ein paar gute Dinge in meinem Leben getan, dass ich dem Umweltschutz gewidmet habe. Und ich denke, wir hatten ein paar erfolgreiche Kampagnen. Und mit den Kampagnen gegen Umweltschäden in Russland soll es weitergehen. Aktuell nicht in Kaliningrad an der Ostsee, sondern in Warendorf im Münsterland. Seit zwei Monaten lebt und arbeitet Wladimir Slivjak hier am neuen Buch und... Wir planen neue Kampagnen mit unseren deutschen Freunden, fokussiert auf die Geldgeber für Kohle und Kernenergie. Das sind Aktivitäten für das nächste Jahr. Das ist das, was wir hier tun. Zu den deutschen Freunden zählt auch Hedwig Thaner von der Umweltschutzorganisation Urgewalt aus Sassenberg. Die arbeitet mit der von Slivjak mitgegründeten Umweltgruppe EcoDefense zusammen. Offiziell ist Hedwig Thaner für ihn Vermieterin und Chefin. Zurzeit ist er ja Praktikant bei uns, damit er einen Titel hat, um in Deutschland zu sein und die Möglichkeit hat, hier einen Aufenthaltsstatus zu haben. Aber sonst ist er auf jeden Fall jemand, der uns den Input gibt, der mit Urgewalt zusammenarbeitet bei allen Themen, was Kohle und Atom angeht. Und der ist ein unheimlich wichtiger Impulsgeber. Für den die Arbeit in Russland immer schwieriger wird. Seit 2014 wird er dort als ausländischer Agent bezeichnet. Keine Angst vor dem russischen Geheimdienst? Doch, habe ich. Und weil ich selber auch schon mal dieses Gefühl von Bedrohung empfunden habe, haben wir uns am Anfang auch richtig Gedanken zu gemacht und haben uns entschieden, nachdem wir mit Wladimir und anderen gesprochen haben, das können wir aushalten. Womit auch die gemeinsamen Kampagnen gegen die Urananreicherungsanlage der Firma Urenco in Gronau weitergehen. Seit 15 Jahren steht auch Slivjak hier immer wieder vor dem Werkstor, protestiert gegen die Transporte. Since the mid-90s, seit den 90ern, also seit 25 Jahren, sendet Urenco radioaktiven Müll nach Russland. Nach unserer Einschätzung mehr als 200.000 Tonnen. 90% davon bleiben in Russland. Für immer. In der geschlossenen Stadt Nowo-Uralsk lagern die Fässer aus Gronau ungeschützt unter freiem Himmel. Wladimir Slivjak hat darüber jetzt auch mit Politikern der Ampelkoalition gesprochen. Das Erste, was die neue Koalitionsregierung tun sollte, ist, die Transporte nach Russland zu stoppen. Kohle ist das zweite Thema. Datteln 4 ist das jüngste und wohl umstrittenste Kohlekraftwerk Deutschlands. 30% der hier verbrannten Steinkohle kommen aus Russland, aus den schwarzen Löchern im sibirischen Kuspas. Generell ist es eine Umweltkatastrophe in Kuspas, wegen der Kohleminen. Es ist eine sehr schlechte Lebensqualität in Kuspas, alle möglichen Krankheiten, wenn man in die medizinischen Statistiken schaut. Die Todesrate liegt hier 16% über dem russischen Durchschnitt. Im Winter rieselt es schwarzen Schnee.
Bei anderen Kampagnen war er bereits erfolgreich. In Kaliningrad und Südafrika verhinderte er zwei neue Kernkraftwerke. Auch dafür gibt es den alternativen Nobelpreis. Ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu erregen, die neue Ressourcen bringt, mit denen wir neue Kampagnen organisieren können.